Ich wurde in letzter Zeit ab und an darauf angesprochen, ein weiteres Video zum Thema Zeichen und Symbole zu machen. Ehrlich gesagt hat mich dieses Thema auch etwas in den Fingern gejuckt. Ich habe mich auf jeden Fall wieder auf die Suche gemacht und drei neue Symbole für euch herausgesucht und nach deren Bedeutungen recherchiert. Wie immer werde ich euch am Ende des Videos nach eurer Meinung zum Gesamtpaket fragen. Beginnen wir mal mit dem ersten Symbol. Es ist ein Symbol, das nicht gerade sehr berühmt ist, aber dafür hat es viele und unterschiedliche Bedeutungen und Symboliken. Der Zirkumpunkt. Der Zirkumpunkt ist ein alchemistisches Zeichen und soll in der Alchemie das alte Symbol für Gold repräsentieren. Allerdings soll, zumindest laut Erzählungen, es sich hierbei nicht unbedingt um das Schwermetall Gold handeln. Es wird in diesem Fall mehr als spirituell-geistige Erleuchtung betrachtet. Der Kreis stellt sozusagen den inneren Geist, oder besser gesagt das Bewusstsein dar. Der Punkt in der Mitte repräsentiert den Kern der geistig bewussten Erleuchtung dar, was nur durch Lehren, Erfahrungen und durch Bewältigung von bestimmten Prüfungen erreicht werden kann, sowie auch durch Meditation. Aber nicht nur in der Alchemie ist der Zirkumpunkt vertreten. Wie schon bereits erwähnt, wird dieses Symbol in anderen Ländern, Regionen und Bereichen anders und unterschiedlich gedeutet. Im alten Ägypten stand das Symbol für den Sonnengott Ra. In der modernen Astronomie wird das Symbol noch bis heute als Sonnenzeichen verwendet. In der östlichen Philosophie, zum Beispiel in Tibet oder Indien, steht der Zirkumpunkt für das sogenannte dritte Auge, für die göttliche Rose, und fungiert somit als Symbol der spirituellen Erleuchtung. In der Kabbala steht der Zirkumpunkt für die Keter, die höchste Sephira im Lebensbaum, das sogenannte Verborgene aller Verborgenen. Die alten Mystiker nannten das Symbol das Auge Gottes, was als Ursprung des allsehenden Auges auf dem großen Pyramidensymbol zählen soll. Bei den Pythagoreern war der Zirkumpunkt das Symbol für die Monade, die göttliche Wahrheit, die sogenannte Prisca Sapientia, die Einheit von Körper und Geist. Man sieht also, dass das Symbol des Zirkumpunktes je nach Kultur oder Land viele unterschiedliche Bedeutungen hat. Häufig wird es eher als eine Präsentation einer hohen und überirdischen Macht dargestellt, die schon ins beinahe Göttliche rübergeht. In den meisten Fällen dient das Zirkumpunkt-Symbol jedoch als Zeichen für spirituelle Erleuchtung. Das nächste Symbol ist ein eher alltäglicher Gegenstand, der gerade besonders bei festlich-feierlichen Anlässen oder einfach zur Entspannung genutzt wird. Die Kerze. Vielleicht ist es ja nicht allen bekannt, aber auch die Kerze wird in manchen Bereichen als Symbolik genutzt und verstanden. Im alten Rom wurde die Kerze im 2. Jahrhundert nach Christus zur Beleuchtung von Räumen verwendet und wurden somit als Diener der Erleuchtung von dunklen Orten verstanden, sozusagen als heller Wegbereiter gegen das Dunkel. Im religiösen Verständnis wird die Kerze zumeist als Symbol für die Seele gedeutet, die im dunklen Reich des Todes ewig hell leuchtet. Speziell in der Liturgie der Kirche symbolisiert die Altarkerze sowie das Anzünden der sogenannten Osterkerze die Wiederauferstehung von Jesu Christi, welcher als Licht in die Welt kommt und die Dunkelheit erhellt. In der heutigen Zeit bzw. Gesellschaft werden Kerzen oder besser gesagt das Anzünden von Kerzen als Gedenkinstrument bei Verstorbenen verwendet, die insbesondere nach Unfällen und Verbrechen ein eher allgemein akzeptiertes und weit verbreitetes Phänomen zeigt. Die Kerze dient bei solchen Gedenken als eine Art Hoffnungsschimmer und gilt auch als ein Zeichen des Respekts und der spirituellen Andacht an die verstorbene Person und die dahin fortgetragene Seele.
Neben religiösen, feierlichen oder trauernden Anlässen hat die Kerze allerdings noch eine weitere Bedeutung. Ob man es glaubt oder nicht, aber die Kerze wird auch zur Traumdeutung genutzt. Wenn man im eigenen Traum eine Kerze sieht, deutet man auf eine sogenannte Traumkerze. Hierbei ist bei der Traumkerze darauf zu achten, wie die Flamme am Docht der Kerze brennt. Brennt die Flamme ruhig, so ist es ein Zeichen für Stabilität im eigenen Leben, was Beruf, Familie oder Gesundheit angeht. Bei einer nervös flackernden Flamme machen sich Hindernisse und Probleme im eigenen Leben breit, die die bisherige Lebensstabilität ins Wanken bringen kann. Die sogenannten Hindernisse und Probleme können hierbei, je nach Person und erlebten Ereignissen, recht unterschiedlich sein. Ist die Traumkerze erloschen, kommt es hierbei darauf an, wodurch die Flamme ausgegangen ist. Wurde die Kerze im Traum von jemand anders ausgemacht, so ist es ein Zeichen für äußere und ungewollte Umstände, die den Träumenden zu ungewollten Denkweisen zwingt. Wurde die Kerze im Traum jedoch durch den Träumenden selbst gelöscht, so handelt es sich hierbei um ein Zeichen, dass Freunde oder Verwandte im ernsten Schwierigkeiten sind. Ist die Traumkerze allerdings im Traum zerbrochen oder zerbrochen worden, so handelt es sich hierbei um das Zeichen der eigenen Vorsicht, sowie auch für eigene Enttäuschungen. Gesundheit oder private Angelegenheiten sind hierbei in einem kritischen Zustand, wobei nun genau darauf zu achten ist, welche Handlungen man später durchführen sollte. Kommen wir nun zum dritten und letzten Symbol. Es ist ein Symbol, was recht bekannt ist und was auch, wie der Zirkumpunkt, viele unterschiedliche Bedeutungen hat. Das Dreieck. In vielen unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel Mathematik, Religion oder in der Kunst, sind Dreiecke in ihrer Symbolik und Darstellung vertreten. In der christlichen Kunst wurde das gleichseitige Dreieck als geometrisches Symbol für die Dreifaltigkeit verwendet. In der christlichen Ikonographie verknüpft das Dreieck seit dem 17. Jahrhundert das Symbol des allsehenden Auge Gottes, was aus der jüdischen Kabbala übernommen oder mit dem biblischen Gottesnamen Jehova dargestellt wurde. In der Mathematik dient das Dreieck nicht nur in der Geometrie als Zeichen oder Körper. Es dient, neben vielen anderen geometrischen Körpern, als Verknüpfungszeichen für die sogenannte symmetrische Differenz in der Mengenlehre, sowie aber auch als mathematisch-symbolische Darstellung der Pythagoras-Berechnung, wo es um die sogenannten binomischen Formeln geht. Bei den Freimaurern symbolisiert das Dreieck einen Schöpfergott und dient auch gleichzeitig als Zeichen für die geistig-spirituelle Erleuchtung, die nur durch Wissen und Lehre erreicht werden kann. Im Grunde also eine Schöpfergottheit, die mehr was mit spirituellem Bewusstsein als mit materieller Erschaffung zu tun hat. Im Thriller-Roman Sakrileg von Dan Brown wird das Dreieck in seiner Symbolik und Zeichendeutung auch nebenbei angesprochen. Bei der sogenannten Bruderschaft von Sion diente das Dreieck als geheimes Symbol für die menschlichen Geschlechter. Dabei spielt die Ausrichtung der Spitze des Dreiecks hierbei eine wichtige Rolle. Ist die Spitze nach oben gerichtet, symbolisiert das Dreieck das männliche Glied. Ist die Spitze nach unten gerichtet, symbolisiert das Dreieck den weiblichen Schoß. Bei weiteren Recherchen fand man auch heraus, dass das Weiblichkeitssymbol gleichzeitig als Symbol für einen Kelch oder Gral darstellen soll, was hierbei auch als Zeichen für das Spenden und Geben von weiterem Leben symbolisieren soll. Das sogenannte Männlichkeitssymbol findet sich in der damaligen als auch in der heutigen Zeit beim Militär wieder, und zwar für die Rangordnung. Frei nach dem Motto, je mehr Penisse man am Ärmel trägt, desto höher ist der Rang.
In Indien dienen Dreiecke als Zeichen oder Symbol für Meditation und Energieflüsse im menschlichen Geiste, wobei hier wieder die Ausrichtung der Dreieckspitze eine wichtige Rolle spielt. Da auch hier wieder die zwei menschlichen Geschlechter in ihrer Symbolik dargestellt werden, sowie aber auch in ihrer Repräsentation der sogenannten dynamischen Bewegung gegenüber der geistig-mentalen Energieflüsse, sowohl auch in ihrer geistigen Elementdarstellung, wo die Männlichkeit das Element Feuer und die Weiblichkeit das Element Wasser symbolisieren sollen. So, jetzt sind wir wieder am Ende angelangt. Ja, ich weiß, es waren dieses Mal nur drei Symbole, aber dafür habe ich zu jedem Symbol recht viel erzählt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar interessante Eindrücke zum Thema Zeichen und Symbole dalassen. Wie immer habe ich mich wieder ordentlich ins Zeug gesetzt, um all die ganzen Infos zusammenzukramen, die ich euch hier erzählt habe. Kanntet ihr denn schon die Symbole und Infos hier im Video? Oder konnte ich euch hier ein paar Neuheiten zum Thema erzählen? Ihr könnt hier unten in die Kommentare schreiben, was ihr vom Video und vom Thema an sich so haltet. Wir sehen uns dann auf jeden Fall bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich, gehabt euch wohl.